Der Mercedes-Benz Junior Cup auch für die Azubis, also eine richtig tolle Plattform, und auch die haben richtig tolle Leistungen erbracht. Ja, und rund um den Junior Cup gab es in diesem Jahr aber noch was ganz Neues, nämlich das Thema E-Sports ist ganz groß geworden und auch hier hat es eine Rolle gespielt. Und Malte Hetterich ist bei mir, du bist FIFA-Caster und auch E-Sport-Kommentator. Jetzt für den Zuschauer, der vielleicht noch nie was von FIFA-Caster gehört hat, was macht ein FIFA-Caster? Ja, also FIFA E-Sports bedeutet ja, dass man FIFA in Wettbewerben spielt, und wie das nun mal so ist, es gibt dann auch Übertragungen im Fernsehen oder online bei Twitch, und ich war selber eine lange Zeit lang Spieler, kenne dadurch so ein bisschen die Insights und versuche den Zuschauern einfach zu erklären, was die Profis besonders gut machen, bin also wie ein Fußballkommentator sozusagen, versuche aber noch ein bisschen mehr zu erklären, was in FIFA los ist, weil anders als im Fußball sieht man ja nicht genau, welche Tastenkombinationen zum Beispiel eingestellt werden. Aber du kannst dann aus eigener Erfahrung auch sagen, ja, der E-Sport hat sich extrem entwickelt in den letzten Jahren, oder? Es ist Wahnsinn, was da passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Also als ich angefangen habe, professionell zu spielen, so vor 4-5 Jahren, gab es kleine Preisgelder, kaum Übertragungen. Wenn man sich jetzt einfach anguckt, in der World Series gab es 1,3 Millionen Dollar Preisgeld, in FIFA 17, in FIFA 18 wird es vielleicht jetzt sogar nochmal mehr. Die Zuschauerzahlen sind riesig, die Spieler haben YouTube-Kanäle, zum Teil mit über mehreren hunderttausend Abonnenten. Ist der Wahnsinn, wie das gerade wächst. Und auch die Fußballvereine sind drauf eingestiegen. Ich weiß nicht, Schalke, Wolfsburg waren somit die ersten, mittlerweile auch der VfB Stuttgart. Woher kommt die Entwicklung? Die sagen sich wahrscheinlich einfach, wir dürfen die Jugend nicht vergessen. Genau, ich denke mal, dass es halt klar ist, wenn man sich jetzt mal den VfB anguckt, man sieht das ja hier, es sind so viele junge Leute da und Fußballer spielen in aller Regel auch einfach FIFA. Das ist irgendwie so, die meisten machen es einfach, das mit den Kumpels dann nochmal nach dem Training daddeln oder so. Und das zu verknüpfen ist, denke ich, einfach sinnvoll und hilft ja auch so ein bisschen junge Leute an den Verein zu binden, weil man einfach mal wieder irgendwie was Cooles, Neues macht. Und eben auch hier beim Mercedes-Benz Junior Cup konnten dann auch die Jungs und die Kids ein bisschen zocken. Wie ist es angenommen worden? Sehr gut. Also ich muss sagen, ich war echt überrascht, wie sehr das frequentiert war da. Die ganze Zeit Leute da, die Stimmung war gut, die wollten Tipps haben. Und man merkt mittlerweile, wissen die einfach, dass ein Profi-Gamer auch ja, was leistet, dass das für viele sogar ein Job ist und die Anerkennung und einfach so das Interesse, die Nachfrage ist eine ganz, ganz andere. Und ihr hattet hier ein Event im Event mehr oder weniger, oder? Man konnte auch versuchen, einen Weltmeister zu schlagen. Was ging da ab? Auf jeden Fall. Also wir hatten die Skill-Challenge, wir hatten verschiedene FIFA-Spieler hier. Der Kai Wollin oder auch genannt Deto war am ersten Tag da und hat in der Skill-Challenge einen Highscore vorgelegt und den galt es dann zu knacken. Hat keiner geschafft. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Nachher ist die Siegerehrung, aber ich denke eher nicht. Nochmal kurz zurück, du hast es gesagt, ja, man muss trainieren, wie ein Fußballprofi. Jetzt kriegen wahrscheinlich viele Eltern einen Schreck, also wer wirklich richtig gut sein will, der muss einfach viel vor der Konsole sitzen. Ja, das stimmt schon, also man muss auf jeden Fall, gerade wenn das Spiel neu rauskommt, so ein bisschen verstehen, was ist neu, wie spielt man die Pässe, wie schießt man die Tore, wie verteidigt man. Aber ab einem gewissen Punkt geht es nicht nur noch ums viele Spielen, sondern ums bewusste Spielen. Also wirklich, man spielt, man guckt es sich danach nochmal an, man trainiert irgendwelche Taktiken, man versucht Muster zu erkennen. Also ich vergleiche das auch immer ganz gerne mit Schach, man muss schon in der Lage sein, das Spiel auch gut zu reflektieren. Du bist, wie gesagt, auch unser Kommentator, denn hinter uns, da ist jemand, den kennt man hier in der Region mittlerweile schon, denn auch der VfB hat eine E-Sport-Abteilung mittlerweile. Wer ist hier? Ja, der Malut, Marcel Lutz, einer der besten Spieler der Welt, und ich würde sagen, den Rest erzählt ihr dir am besten mal selber. Vielen Dank, Malte, dann gehen wir mal runter zu Malut. Ja, Marcel, du kommst hier aus der Region und trägst mittlerweile auch das VfB-Emblem auf der Brust. Was ganz Neues, ja, dieses Jahr an den Start gegangen, mit einer tollen Show auch quasi ins Leben gerufen worden. Wie kam es dazu? Zu was ist genau? Eben, dass der VfB auf dich zugekommen ist. Das Ganze hat vor einem Jahr begonnen, der ganze Prozess. Und jetzt seit einem halben Jahr spiele ich für den VfB professionell im E-Sport. Das kam so zustande, seit ungefähr 2 Jahren betreibe ich E-Sport so etwas professioneller, und letztes Jahr vor allem habe ich halt viele Erfolge eingefahren, war 2-mal bei wichtigen Turnieren in den Top 3 drin. Somit ist das Ganze dann aufgebaut worden, und klar, ich komme ja aus der Region, ich komme aus Marbach, ist eine halbe Stunde von Stuttgart entfernt, und so hat das Ganze dann zusammengefunden und ich könnte nicht glücklicher sein momentan. Ja, weil das gibt einem irgendwie so ein bisschen auch eine Bestätigung für das, was man macht, oder? Weil wir haben es gerade gehabt mit Malte, man muss viel trainieren. Definitiv. Man kann wirklich so viel Zeit wie möglich reinstecken. Momentan mache ich noch eine Ausbildung. Ich bin ein bisschen gehindert an vielen Spielen, aber das ist in 6 Tagen vorbei. Und dann mache ich wirklich FIFA Vollzeit. Und dann, klar, ich werde so viel Zeit wie möglich reinstecken, weil jetzt am Ende vom Januar ist ein wichtiges Turnier in Barcelona. Und da möchte ich mich natürlich auch beweisen. Ihr kommt viel rum, im Prinzip auch wie die Fußballprofis, und die zocken ja auch richtig viel. Damals, wo die Eröffnung war, wo ihr beide vorgestellt worden seid, waren ja auch viele VfB-Jungs da. Tauscht man sich da ab und zu mal aus? Genau, bei der Saisoneröffnung war ja Ginczek, Green und Baumgartl dabei.
auch die spielen natürlich FIFA in ihrer Freizeit und es hat extrem Spaß gemacht, auch mit denen mal darüber zu reden. Sind auch E-Sports interessiert, zumindest sind dem Thema gegenüber aufgeschlossen und es ist natürlich auch, ja klar, krass, man kennt diese Profis aus dem Fernsehen, sind auch so ein bisschen Idole für einen und dann für denselben Verein mit denen spielen zu können, ist wie gesagt ein Traum für mich. Worauf kommt es an? Viele Kids schauen sich das ja sicherlich an und denken, oh Mann, ich würde auch gern mal Profizocker sein, aber worauf kommt es an? Also man braucht so ein Grundtalent, wie ich denke, auch im Fußball ist nur Training, bedeutet nicht gleichzeitig Erfolg. Natürlich auch die mentale Stärke ist wichtig, gerade bei Turnieren dann wirklich 100% fokussiert zu sein, sich nicht durch Sprüche vom Gegner oder solche Sachen, halt diese Mindgames, wo man kennt, beeinflussen lassen, aber dann halt auch wirklich den Willen haben und das auch durchziehen. Sprich, auch wenn ich mal keine Lust auf FIFA habe, muss ich halt spielen, um zu trainieren. Das ist wie im echten Leben, wenn man arbeitet. Man hat nicht immer Lust drauf, aber man muss es halt auch durchziehen. Und das sind so die Faktoren. Wenn man das wirklich berücksichtigt und dann noch Talent hat, kann man erfolgreich werden. Ich glaube, wir haben dich ein bisschen abgelenkt, aber du wirst es sicherlich noch drehen, das Spiel. Vielen herzlichen Dank und dir weiterhin viel Erfolg dann auch für Barcelona. Und man sieht sich sicherlich bald wieder. Wir sehen uns auch gleich wieder, machen eine ganz kurze Pause, sind aber gleich wieder für euch da. Bleibt dran! Weltmeister wurde auf der PlayStation. Früher habe ich gegen meine Kumpels gezockt. Heute bin ich Weltmeister. Auf dem Platz entscheiden Details über Sieg und Niederlage. Und jetzt Schöner tritt hier von der Mannschaft. Der 16er versucht es. Und in letzter Gelegenheit. Benedikt Höwedes entschärft die Situation. Der Weg über die Flanken mit guter Angabe. Mädchen nicht gesucht. Özil mit dem 1:0 Ditto. Özil, damals 2006 mitgespielt. Bei der Mercedes-Benz. Möglicherweise legt er jeder Ball ab.